Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report und heute sind wir mit dem FEX, dem Flughafen Express in Berlin unterwegs. Eigentlich kein sonderlich spannender Zug, ganz normale Doppelstockwagen und eine recht gewöhnliche Bahnstrecke, aber diesmal wird der Zug umgeleitet und deswegen schauen wir uns das Ganze heute einmal an und hier kommt auch schon der Zug. Ja, zum Einsatz kommt die Baureihe 147 und Doppelstockwagen. Somit der Zug nicht ganz barrierefrei, da es eben beim Einstieg eine kleine Stufe gibt und dann eben auch zu den Sitzbereichen jeweils Stufen vorhanden sind. Auch mit Gepäck ist es ein bisschen schwierig, also es gibt ab und zu Gepäckregale, je nachdem, was für einen Zug man dann erwischt. Ursprünglich war wohl mal vorgesehen, hier den Talent 2 einzusetzen. Da der Flughafen dann aber eben nicht fertig wurde, die Geschichte kennen wir ja alle, wurden diese Züge dann anderweitig eingesetzt und jetzt kommen hier eben diese etwas veralteten Doppelstockzüge zum Einsatz. Die haben zwar eine schön hohe Kapazität, die jetzt, bin jetzt schon ein paar Mal mit dem FEX gefahren, da auch eigentlich gar nicht benötigt wurde, der war eigentlich nie sonderlich voll, aber eben ein bisschen schwieriger mit dem Gepäck. Wobei eben dadurch, dass man eine hohe Kapazität hat, in der Regel nicht sonderlich voll ist, hat man auch für Gepäck eigentlich immer einen Platz. Aufgrund der Bauarbeiten an der Dresdner Bahn fahren die Züge im Moment noch über Berlin-Gesundbrunnen, auch planmäßig. Das war also noch nicht das Besondere. Weiter sollte es dann allerdings über Ostkreuz gehen und der Bahnhof wurde gestrichen. Aufgrund von Gegenständen im Gleis wurde unser Zug umgeleitet. Und das hat mich dann gefreut, weil das bedeutet, dass wir über eine besondere Bahnstrecke fahren. Wir fahren nämlich erstmal gleich in Richtung Berlin-Lichtenberg. Da haben wir dann einen zusätzlichen Halt. Hier passieren wir gerade das Velodrom und dann geht es hier jetzt über eine Bahnstrecke, die sonst eigentlich im Personenverkehr schon nicht bedient wird, nämlich die Verbindungskurve in Richtung Berlin-Lichtenberg. Hier sehen wir gerade schon parallel fahrend die S-Bahn, die jetzt in Richtung Ostkreuz fährt. Und jetzt sehen wir auch gleich, wie wir uns von der S-Bahn entfernen, weil wir jetzt eben auf diese Verbindungskurve hier wechseln in Richtung Lichtenberg. Dort haben wir dann eben den Ersatzhalt als Alternative für Ostkreuz. Von dort aus kommt man ja auch gut zum Ostkreuz dann hin. Für alle, die dorthin möchten oder von dort zum Flughafen fahren wollten, gibt es da also dann auch entsprechende Verbindungsmöglichkeiten. Ja, und jetzt sind wir hier wieder auf der Berliner Ostbahn erstmal. Eine regulär befahrene Bahnstrecke. Das ist dann wieder nichts Besonderes mehr, aber es wird dann gleich wieder besonders, denn wir fahren jetzt gleich auf den Berliner Außenring und zwar auf den einzigen Abschnitt des Berliner Außenrings, der nie regulär im Personenverkehr befahren wird. Da gibt es also keine Zuglinie, die diese Strecke befährt. Alle anderen Abschnitte vom Berliner Außenring werden ja von mindestens einer Regionalbahnlinie bedient. Nur eben dieser Abschnitt hier vom Biesdorfer Kreuz herunter in Richtung Wuhlheide, der wird normalerweise eben nicht von Zügen des Nahverkehrs bedient. Das heißt, es ist relativ schwierig, diese Strecke als Privatperson zu befahren. Aber sie wurde eben heute als Umleitestrecke genutzt. Und so bin ich hier in den Genuss gekommen, auch diese Strecke einmal kennenlernen zu dürfen. Sie ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber ist eben immer etwas Besonderes, über Bahnstrecken zu fahren, die sonst nicht für den Personenverkehr genutzt werden. Da freue ich mich immer, wenn ich eine neue Bahnstrecke kennenlernen kann. Die Strecke führt nun vorbei am Tierpark von Berlin. Da sieht man jetzt nicht allzu viel von. Dann haben wir hier gleich nochmal die Stralsunder Kurve. Da zweigt also eine Bahnstrecke ab in Richtung Rummelsburg, über die man dann auch wieder zum Ostkreuz kommen würde. Und kurz danach überqueren wir dann noch eine U-Bahn-Strecke, die hier schon oberirdisch verläuft. Und das Ganze immer umgeben von großen, nicht mehr genutzten Abstellflächen, Gleisanlagen. Das also alles verlassen. Sieht hier auch immer wieder die zugewachsenen Gleise. Hier sind wir jetzt inzwischen angekommen im Bereich Wuhlheide. Dort gibt es ja auch eine Parkeisenbahn. Die haben wir hier auch gerade überquert. Von rechts kommt jetzt hier gleich eine Strecke hinzu.
ebenfalls kommend aus Richtung Rummelsburg. Diese Strecke wird wieder von Zügen des Personenverkehrs befahren. Das heißt, von nun an ist das Ganze also nichts Besonderes mehr. Diese Strecke kann man auch regulär befahren. Hier haben wir gerade die Straßenbahn überquert. Direkt danach geht es dann über die Spree. Und nochmal ein kurzes Stück dahinter kreuzen wir dann auch noch die S-Bahn-Strecke nach Spindlersfeld. Die sehen wir jetzt hier. Danach nochmal eine Querung der Straßenbahngleise. Natürlich alles mit Brücken. Also gibt hier keine niveaugleichen Querungen, logischerweise auf so einer vielbefahrenen Strecke. Und dann wieder eine Abzweigmöglichkeit zur Bahnstrecke Berlin-Görlitz. Das ist die Bahnstrecke, über die wir eigentlich kommen sollten. Danach überqueren wir den Teltowkanal und dann eben eine weitere Abzweigung zur Bahnstrecke dann in Richtung Görlitz bzw. erstmal Cottbus. Und kurz danach fahren wir dann auch selbst eben auf dieser Bahnstrecke erstmal in Richtung Cottbus. Kurzes Stück vorbei am Bahnhof Berlin-Grünau und dann folgt ja auch schon die Kurve in Richtung Flughafen BER. Das heißt, von nun an sind wir dann wieder auf unserem regulären Streckenverlauf. Sehr ungewöhnlich war das Wetter im heutigen Fahrtverlauf. Also wir hatten, ihr habt das ja auch gesehen, von stärkstem Regen, dass man hier kaum aus dem Fenster schauen kann. Hier sieht man diesen Regen auch nochmal. Und dann plötzlich nur wenige Sekunden später strahlender Sonnenschein. Ihr seht schon die blauen Wolken hier am Himmel. Und kurz danach hat der Regen aufgehört und es war sonniges Wetter draußen. Hier sieht man das. Und ja, kurze Zeit später fing es wieder an zu regnen. Also wirklich sehr ungewöhnliches Wetter heute. Gerade beim Dosto natürlich immer etwas schwierig mit Regen durch die schrägen Fenster. Ist die Sicht dann natürlich, sobald es regnet, immer ein bisschen eingeschränkt. Dafür sitzt man ein bisschen höher, hat einen besseren Ausblick. Also eigentlich sind die Dostos ja immer noch schöne Züge. Auch wenn sie sicherlich nicht ganz optimal sind für den Einsatz beim Flughafenexpress. Da sie eben nicht 100% den Ansprüchen hier gerecht werden an Barrierefreiheit und an die Gepäckverstaumöglichkeiten. Aber wie gesagt, alles nur so Kleinigkeiten, nichts Dramatisches. Und heute war ich wirklich sehr, sehr froh, diese interessante Strecke einmal befahren zu dürfen. Hier sieht man das auch übrigens nochmal mit der Barrierefreiheit. Ja, die Flexzüge fahren dann meistens noch weiter als Regionalbahn. Ich bin aber wie gesagt hier ausgestiegen. Für mich ging es hier ins Intercity Hotel und dort bin ich dann über Nacht geblieben und gab es noch diesen wunderschönen, extrem hellen und beeindruckenden Regenbogen zu sehen. Und hier vom Flughafen wird es dann auch im nächsten Video aus weitergehen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.